Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. In der letzten Folge haben wir hier auf dem eigentlichen Bowl-Platz eine Leiche gefunden und nicht unseren Preis mitnehmen dürfen. Und ja, salopp ausgedrückt, wir haben den Inspektor hier neben uns zum Lachen gebracht und deswegen hat er gesagt, sie können die Ermittlungen in Scotland Yard weiterführen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir gehen jetzt sofort dahin. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Watson. Die Leiche des Opfers liegt bereits im Autopsieraum. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Ah, wir dürfen eine Leiche untersuchen. Also eigentlich lassen haben wir das ja schon gemacht, aber... Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Beruhige dich. Das ist schön. Ich habe doch gerade eine Frauenstimme. Achso, das war auf der anderen Seite. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Ja, Sie können mir sagen, wo die Leiche ist und wo ich zum Autopsiebereich komme. Lassen Sie meinen Sohn bitte frei. Hi. Schönen guten Tag, Mr. Holmes. Dankeschön. Wir gehen mal hier rum. Watson, kommen Sie mal mit. Das ist nicht der Autopsiebereich, aber da gucken wir uns auch mal eben um. Hier werden die, die Sachen, die in die Reservatenkammer gehören, autopsiert sozusagen. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Ja, das stimmt. Und offensichtlich hat er auch noch Blut dran. Dieser Speer... Ja, haben wir verstanden. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Das haben wir auch schon festgestellt. Ein einfacher Stift. Ja, das ist gut zu wissen. Das Geld wurde nicht genommen. Das sind die Zeichen. Okay, die klauen wir uns einfach aus der Reservatenkammer. Greystock hat bereits einige Symbole übersetzt. Okay. Gut zu wissen, werden wir wahrscheinlich dann im Archiv mal nachschauen. Der Maya-Kalender. Endlich kann ich ihn mir genauer ansehen. Ja, können wir uns den genauer ansehen? Ist eigentlich nichts drin. Ich denke mal, wir können den auch nicht drehen oder so, ne? Interessant. Was sind das für Symbole? Ich muss sie abzeichnen. Mit diesem Wörterbuch könnte ich die Kalenderglyphen übersetzen. Das sind die Symbole, die sich auf dem Maya-Kalender befinden. Das sind Greystocks Notizen. Damit müssten wir die Maya-Nachricht entschlüsseln können. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Okay, dieser komische Hund mit der Pfote. Achso, damit kann ich blättern. Okay. Okay, verflucht seid derjenige, der das anfasst wahrscheinlich. Wo haben wir das denn? Verflucht sein. Kann man das hier noch ändern? Ich denke mal, oder? Hallo, Symbol. Da. Verflucht sein alle. Es ist immer verflucht. Also sind immer alle Leute verflucht. Deswegen ist das ja jetzt nicht besonders schwer. Das habe ich eben schon mal gesehen, das Symbol. Das weiß ich. Verflucht sein alle, die entweihen oder finden. Ich denke mal entweihen. Komische Elefantenohren. Wo waren die denn jetzt? Die entweihen diesen Heiligen. Ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wo ist diese komische Brille? Ja, Brille ist es ja nicht. Ich klicke jetzt zu schnell, oder? Ich habe den noch bestimmt jetzt irgendwo drin gehabt. Da, Haus, Tempel, Dorf. Ja, Haus oder Tempel? Diesen heiligen Tempel. Also, da es heilig ist, nehme ich mal an, dass es ein Tempel ist. So, das Ding habe ich eben auch gehabt. Jetzt habe ich natürlich so oft wieder die Dinger gewechselt. Ja.
Sie werden sterben. Lebendig sterben, das klingt natürlich unlogisch. Sterben, verschlossen, keine Ahnung. Tempel sterben, verschlossen. Also, ne, lebendig begraben, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber lebendig sterben, das klingt ein bisschen seltsam, ne? Deswegen, aber wir schauen erstmal, was er dazu sagt. Ne, das ist so ähnlich. Ah, halt, stopp, da war es ja gerade, oder? Meister oder Statue? Wahrscheinlich durch die Hand der Statue oder so. Also ich nehme mal das mit der Statue erstmal. Statue, außer die, die hören. Außer die Auserwählten. Göttlich wahrscheinlich nicht, aber die Auserwählten. Ja, wo ist denn das letzte Köpfchen? Außer die Auserwählten, die Gnade finden. Keine Ahnung. Ich bestätige das einfach mal. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Scheiße. Okay, also verflucht sind alle, die entweihen heiligen Tempel. So würde ich das jetzt übersetzen. Belohnt. Sterben wird die lebendige Statue. Also vielleicht soll ich das auf lebendig ändern. Außer nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ja, was denn? Ich finde das logisch. Ich werde es jetzt mal überspringen. Also jetzt nicht, weil ich jetzt keine Ahnung davon habe, aber weil ich jetzt wirklich nicht weiß, wonach die da jetzt gehen. Das finde ich übrigens auch sehr schön an dem Spiel, dass man da halt nicht stundenlang an irgendwas rumrätseln muss, sondern dass man das dann auch überspringen kann. Also ich würde es jetzt so übersetzen. Verflucht sind alle, die diesen heiligen Tempel entweihen. So bis hier, denke ich mal, ist es auch richtig. Bis zum 6. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Belohnt wird die lebendige Statue, keine Ahnung, ach so, Moment, vergeben wird die lebendige Statue nur die Auserwählten werden Gnade finden, so. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. So, es ist mir egal, das ist jetzt meine endgültige Fassung. Ich drücke jetzt einfach mal auf Überspringen. Ja. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sag ich doch. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Zacharias Greystoke vom Club wurde wie vorhergesagt getötet. Das habe ich doch so gemacht. Oder war das letzte jetzt falsch? Da muss ich mir das Video nochmal angucken. Aber ich lag gar nicht so falsch. Also ich habe es gut gemacht, muss ich dazu sagen. So, den Maya-Kalender. Den, da haben wir nicht so irgendwie... Okay, hallo? Ich wollte eigentlich auch so. So, rennende Statue. Sir Charles sah die Statue wegrennen. Ja, er sah sie wegrennen. Behaupte ich jetzt einfach mal... Okay, er sah sie anscheinend nicht wegrennen. Lügt er? Falsch aussagen? Nee, also ich bleib bei, er sah sie wegrennen. So. Space-Hinweise. So, Sir Charles war allein. Das ist kein Fakt anscheinend. Okay. Ich will hier wieder raus. Fakten über die Tat. Maya-Kalender. Geht auch nicht. Maya-Kalender geht auch mit nichts, ja. Wie kann ich dann irgendwas machen, wenn ich die beiden nicht verbinden kann? Okay, anscheinend war es das schon, was ich hier machen konnte. Och, haben sie mich jetzt erschreckt. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes.
Watson, so. Das ist schön, dass du mir helfen willst. Lass uns doch einfach mal... Auch ein Teddybär. Wer hat den denn ermordet? Oder war er Zeuge eines Mordes? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal raus. Können wir ja auch rein? Nee, was ist denn das? Staff Room, okay. Wir gehen erstmal gucken, was sich dahinter so... Oh, kann man sogar... Im Moment gibt es keinen Grund, Lestrade zu stören. Ich wollte gerade sagen. No? Ah, wir gehen zur Leichenkammer. Komm mit, Holm. Watson. Och, ich bin schon total durcheinander hier. Vor freudiger Erwartung, eine Leiche zu sehen. Watson? Hallo? Du bist hier der Mediziner von uns beiden. Ach, da gucken wir halt selber mal. So, Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. Nö. Aber so richtig. Achso, der ist schon autopsiert worden, ne? In seinem Magen wurden Spuren von Alkohol gefunden. Offensichtlich hat er vor seinem Tod noch etwas getrunken. Watson, ich höre ihre Stimme, aber sie sind nicht bei mir. In seinem Magen wurden Spuren... Das ist gleich okay. Rotes Auge. Womöglich eine schwere Infektion. Vielleicht hat der eine Kupferallergie oder sowas gehabt oder eine Eisenallergie. Gibt es eine Eisenallergie? Ich weiß es nicht. Genau, schleuder den einfach mal zur Seite. Hier drang der Speer in den Körper ein. Der Mörder zielte auf das Herz. Der Speer muss von einer kräftigen und fähigen Person geworfen worden sein. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystoke und dem Fluch im Clubhaus. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Und ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie lange das jetzt genau her ist, dass der ermordet worden ist, weil die Leichenstarre nämlich noch nicht eingesetzt hat. Diese Narben sind alt. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich meine, ich will den Typ jetzt hier nicht so genau untersuchen, ne? Aber kann man aber noch was machen? Mir jetzt nicht den Hintern angucken, ich will nur wissen. Moment, da ist noch was. Och nee, dann geht der wieder. Och, willst du mich denn veräppeln? Haben wir denn hier noch irgendwas? Dreh nochmal um. Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier die ganze Zeit hin und her schützen muss. Hier haben wir aber auch nichts, was man noch zusätzlich... Weil der hat immer noch den Punkt, dass ich ihn umdrehen kann. Das ist ein bisschen komisch. Aber anscheinend... Ich meine, die Narben... Ja, ja. Die Narben und das Loch, das hat er jetzt schon alles. Anscheinend kann er ja nichts anderes mehr machen. Ja. Watson. Im Bericht des Gerichtsmediziners werden spezifische Schäden am Herz-Kreislauf-System erwähnt. Aha. Das heißt? Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Das weiß ich. Das heißt, wir müssen dann wohl doch nochmal mit dem Typen sprechen, mit dem Inspektor. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas mitnehmen oder so für eigene Untersuchungen? Ich meine, man weiß ja nicht, wann man das nächste Mal eine Leiche bei sich zu Hause autopsieren muss, ne? Aber anscheinend darf man hier nichts mitnehmen, okay. Gut, wir brauchen also einen Durchsuchungsbefehl. Kommen Sie mit, Watson. Wir werden uns diesen Durchsuchungsbefehl holen. Hallöchen. Ich bin's schon wieder. Ihr bester Freund. Bevor ich jetzt aber mit Ihnen rede, schaue ich erstmal, was hier alles ist. Säufer. Ja. Beeindruckende Silhouetten quasi von Nasen. Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Okay, dann werden wir ihn mal analysieren. Ich wollte jetzt unbemerkt mal eben einen Schluck Tee trinken, aber das funktioniert ja auch nicht. Augenringe, er hat Schlafmangel. Ja, damit kenne ich mich aus. So, hat der Ohrenschmalz anscheinend nicht. Was haben wir denn da? Blut oder Wein? Naja, also, wenn es lila Blut geben würde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gerne mal sehen, von welchen Wesen das ist.
Aber dass er ein ziemlicher Säufer ist, das haben wir ja schon festgestellt. Kater. Ja, definitiv würde ich mal schlussfolgern. Reinigung der Waffe ist gut gelaunt. Muss man dafür gut gelaunt sein, um seine Waffe zu reinigen? Naja, das ist so relativ, ne? Was? Handschrift der Frau oder was war das gerade? Brief von Familie Robin? Handschrift einer Frau. Achso, okay. Duft eines teuren Parfüms. So, so. Deswegen auch die Handschellen daneben wahrscheinlich. Ja, wir können die Analyse bestätigen. Aber ich gucke trotzdem noch mal eben, ob wir hier noch irgendwas nicht angeguckt haben. Aber ich glaube... Nö, ich bestätige das mal. So, Lestrade ist übermüdet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, dass er gut gelaunt ist. Was ziemlich widersprüchlich ist. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfüm düftet. Mrs. Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten, könnte der Grund für seinen momentanen Zustand sein. So, so, lieber Herr Inspektor. Maya-Wörterbuch, das haben wir schon durch. Fluch. Der Maya-Kalender trägt einen Fluch in sich. Ach so, ja, das war der, den wir entziffert haben. Symbole. Auf der Rückseite des Maya-Kalenders sind Symbole eingraviert. Das war quasi der Fluch. Schaffen Sie sich einen Durchsuchungsbefehl? Ja, das ist. Da ich nicht ins Clubhaus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall, in dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Mhm. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. So, so. Ja, dann würde ich mal sagen, da wir jetzt den Durchsuchungsbefehl haben, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir das Clubhaus durchsuchen werden. Bis dann. Ciao.